Filmemacher verwenden Schnitteffekte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Doch warum fallen uns bestimmte Dinge im Bild auf und andere nicht? Wie unser Blickverhalten auf bewegte Bilder reagiert und worauf wir in Filmen nach einem Schnitt achten, wurde bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht. Ein interdisziplinäres Team der Universität Wien analysiert nun in einem groß angelegten Forschungsprojekt, was unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ziel unseres Forschungsprojektes ist es, zu untersuchen, wie sich Bewegung auf die menschliche Aufmerksamkeit und auf den menschlichen Blick auswirkt. Und was klar ist, ist, dass sich die Bewegung ganz stark voneinander unterscheiden kann. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Einerseits ein Blaulicht, andererseits ein Menschen, der irgendwie spielt oder läuft. Dann ist das Blaulicht natürlich in seinen Bewegungsmerkmalen viel besser vorhersehbar, repetitiv über die Zeit. Und der Mensch kann Richtung und Tempo ändern. Und wir interessieren uns dafür, ob jetzt hier Aufmerksamkeit und Blick eigentlich gleichermaßen diesen Bewegungsereignissen treu bleiben oder ob es da Unterschiede gibt, was ziemlich wahrscheinlich ist. Um das formal zu beschreiben, brauchen wir die Mathematik. Also die Mathematik müsste eigentlich Methoden entwickeln, um solche Bewegungsklassen so zu unterscheiden, wie der Mensch sie unterscheidet. Wir müssen im Prinzip dem Computer beibringen, die Bewegung so zu sehen, wie der Mensch die sieht. Diese Aufgabe übernimmt Ottmar Scherzer. Er entwickelt dafür neue mathematische Modelle. Es ist ein großer Bereich, wo man sehr kreativ sein kann in der Modellierung. Und üblicherweise sind die Modelle, die wir da jetzt entwickeln, durch das, dass sie zeitabhängig betrachtet werden, was nicht so üblich ist in der Literatur, sehr mathematisch anspruchsvoll, auch in der Analysis und auch in der Umsetzung dann am Computer. Grundlage dafür sind Daten aus dem Labor. Christian Walluch zeichnet dort anhand von Filmen das Blickverhalten von Probanden auf. Er zeigt, dass die Zuseher nach einem Schnitt stets ein wiederkehrendes Element suchen, um sich zu orientieren. Wir untersuchen hier Aufmerksamkeitsprozesse beim Betrachten von editierten Filmen. Und das hilft uns natürlich zu verstehen, wie Aufmerksamkeit und der Blick beim Betrachten von Filmen gelenkt wird. Wir betrachten einen Film, wir sehen ein Bild, dann ändert sich das Bild plötzlich und wir wollen verstehen, was wir dort sehen. Da ist es naheliegend, dass das, was wir vorher gesehen haben im Film, uns auch dahingehend beeinflusst, was wir danach wieder betrachten, wo wir unseren Blick hinlenken. Mittels Eye-Tracking können wir diese Prozesse relativ gut untersuchen und Film ist in diesem Fall eben nur ein Medium oder ein Hilfsmittel, um Aufmerksamkeitsprozesse auf einer eher generellen Ebene zu untersuchen. Denn wenn wir Aufmerksamkeit im Film verstehen, dann verstehen wir oder dann lernen wir auch etwas über Aufmerksamkeit im Alltag. Mit der Anwendung von Aufmerksamkeit in einem verwandten Bereich beschäftigt sich Shelley Buchinger. Sie untersucht Ultraschallvideos, wo Szenenschnitte auf natürliche Weise vorkommen. Wenn man die Situation des Arztes hernimmt, er schaut einerseits zum Patienten und andererseits zum Monitor. Er schafft es nicht, sich ausschließlich auf den Monitor zu konzentrieren, sondern wechselt seine Blickrichtung. Und das kann als Szenenschnitt interpretiert werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Psychologie und mit der Mathematik sehe ich mich nun in der Lage, auch unser Modell auf technischen Konferenzen vorzustellen, die ich natürlich viel besser kenne. Und wir erhoffen uns natürlich dadurch, dass es ein weiteres Anwendungsfeld erreicht. Von der bildgeleiteten Chirurgie über Videoproduktion bis hin zur Gestaltung von Webseiten. Anwendungsbereiche für die Projektergebnisse gibt es viele. Ziel der Aufmerksamkeitsforschung im Allgemeinen ist es, vorherzusagen, auf was die Menschen achten, auf was sie schauen. Filmemacher könnten dieses Wissen nutzen, um Informationen optimal zu platzieren.